altes Klumpert oder noch immer brauchbar, und zwar die Victorinox Messer, die Dienstmesser, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, der deutschen Bundeswehr. Und wenn ihr interessiert, was das Teil kann, ja, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Problems Coach. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Soldatenmesser mit Bundeswehr-Emblem. Das heißt, es war wahrscheinlich wirklich bei der deutschen Bundeswehr im Einsatz. Ich habe die jetzt gebraucht bei mir im Shop, und da mag ich ganz einfach drüber ein bisschen sprechen. Und zwar, ich habe das Soldatenmesser 08, glaube ich, heißt das, ja auch klassisch gekauft. Ich als Österreicher bei der Bundeswehr, das funktioniert auch gar nicht, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, die Originalen, wenn ich das so sagen darf, die auch mit Bundeswehr, bei der Bundeswehr eingesetzt worden sind, zu kaufen, und ich habe da eine kleine Charge eingekauft, und das ist jetzt natürlich böse Eigenwerbung, ja, die gibt es natürlich bei mir im Shop, aber auch überall anders. Das Messer ist baugleich, zumindest meiner Meinung nach, zum normalen Soldatenmesser, das man ganz offiziell kaufen kann. Ich sehe da keine Unterschiede, nur dass es halt eben schon gebraucht ist. Das ist mehr oder weniger stark gebraucht, also wenn du jetzt schaust, da ist am Griffstück, das ist halt abgeschlagen teilweise. Ich habe auch eines im Sortiment, ja. Das ist so weit runtergeschliffen, dass dieser Wellenschliff, der hier vorne drauf ist, schon abgeschliffen ist. Das heißt, das ist schon eine glatte Klinge. Wobei, dass bei diesem Messer, bei diesem Soldatenmesser, wirklich gut gemacht ist. Warum? Weil der Wellenschliff nicht komplett durchgeht, ja, sondern vorne, da, wo man am meisten Druck aufbaut bei einem Messer, wenn man was schnitzen will, da ist es glatt, und nur da vorne ist es ein Wellschliff, damit man das Brötchen, die Semmel, das Brot besser runterschneiden kann oder, weiß ich nicht, irgendwelche Gurten durch oder sowas in der Richtung, und ja, soll so sein. Dann die Säge, und auch die ist bei den Exemplaren, die ich bekommen habe, halbwegs in Ordnung, da gibt es gar nichts zu meckern. Ich glaube, die Soldaten haben ganz einfach zu wenig sägen müssen. Ist ganz einfach so, sehe ich zumindest so, wie gehabt, auch super zur Feuerstahlbedienung, also da ist alles top und bestens. Dann natürlich auch hinten die angeschliffene, die ist teilweise ein bisschen unscharf, ja, diese Aale, und dann kein Korkenzieher, sondern ein Kreuzschraubenzieher, ganz normal das Soldatenmesser. Und die gibt es jetzt, wie gesagt, bei mir im Shop. Link findest du unten im gebrauchten Zustand, und wenn du das willst, dann schau dir das an. Aber grundsätzlich zu dem Messer. Ich habe dieses Messer, die zivile Version, wobei es ist ja so kein Unterschied, außer dieser komische deutsche Bundesadler-Dingsbums da, sehr gerne. Ich habe da auch schon einmal, ich weiß nicht, 2010 oder so irgendwas, ein Video dazu gemacht. Ja? Wenn ich den Link finde, dann gebe ich ihn dir da, wenn nicht, dann nicht. Und das Messer ist einfach top und hat sich ganz einfach bewährt. Und ich mag dir um einen Kommentar bitten. Hast du das Soldatenmesser? Bist du vielleicht auch einer von jenen, die hier diesen Wellenschliff rausgeschliffen haben? Erzähl uns ein bisschen was. Problem ist halt, dass man es in Deutschland nicht einfach führen darf. Ja, einfach aus dem Grund, weil Einhandöffner und so weiter und so fort. Aber ja, so ist die Welt. Und ja, das würde mich ganz einfach interessieren. Ich sage danke fürs Dabeisein. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten, aber auch zum neuen Produkt, wenn du nichts Gebrauchtes haben willst, aber trotz alledem ein cooles Messer haben willst. Der neue von Victorinox findest du auch unten den Link. Ich sage danke fürs Dabeisein. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.